Oh mein Gott. Zeig, was passiert? Hallo, ihr Erdbevölkerer. Das hier ist der Erdzerstörungssimulator. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute werden wir tatsächlich in einem Spiel, was die Menschen erfunden haben, unsere eigene Erde zerstören. Und zwar den Planet Blau. Der Planet, der am allermeisten Wasser hat. Hier sind wir gerade auf einer Seite der Kugel, wo tatsächlich wirklich extrem viel Wasser ist. Und es ist unglaublich, Leute, wie viel Wasser eigentlich die Erde hat. Ja? Heute werden wir ein wenig Geografie mit Roman machen. Also, gehen wir mal das ganze Ding hier durch, okay? Unseren gesamten Ball. Hier unten haben wir Australien. Hier in diese Richtung dürfte, glaube ich, so ein bisschen Indonesien so in die Richtung sein, ne? Mit diesen ganzen Inseln und so. Dann haben wir hier in die Richtung, haben wir circa China. Hier haben wir Indien. Hier vorne haben wir Tokio, Japan so in die Richtung. Hier zieht sich super viel Mongolei, Aserbaidschan, der ganze Tadschikistan, was es da nicht alles gibt. Dann haben wir hier nochmal richtig Russland so. Dann fangen hier so ein bisschen die Emiraten an mit Dubai, Katar, der ganze Kram. Ihr kennt es, Leute. Wolkenkratzer, Lamborghini. Dann haben wir hier Afrika. Da unten haben wir, glaube ich, Kapstadt, denke ich mal. Ne? Sowas in die Richtung war das. Bin mir nicht unbedingt hundertprozentig sicher. Die Zeit rennt uns hier auch gerade davon, weil die Sonne geht ja auch die ganze Zeit drumherum. Hier haben wir natürlich Europa mit dem italienischen Stiefel. Dann ist hier so Deutschland. Dann haben wir hier Spanien, Portugal. Hier oben sind dann die nördlicheren Länder wie Schweden. Hier, den ganzen Kram kennt ihr ja. Ne? Dann haben wir hier unten dann nochmal Südamerika mit Brasilien, Chile, da ist der ganze Kram. Dann haben wir hier oben natürlich Amerika, hier ist Kuba, da war ich mal. Dann haben wir hier nochmal Mexiko und so ein Kram, das ist auch alles ganz easy, ganz cool. Und dann haben wir hier halt eben, glaube ich, der Nordpol und unten ist der Südpol. Wobei, ich bin mir, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wo da welcher Pol ist. Okay, was müssen wir in diesem Spiel machen? Das ist nicht einfach nur ein kleiner Geografie-Simulator, sondern wir haben hier rechts unsere Fähigkeiten, okay? Das heißt, wir haben gerade einen Laser ausgewählt und mit diesem Laser, lass mal irgendwo hinschießen, wo es nicht so viel gibt, zum Beispiel hier in dieses Meer hier einfach hier hinein, da können wir mal reinschießen, ne? Und damit ein riesiges Loch, okay? In die Erde reinmachen. Und ihr seht, meine werten Damen und Herren, die Erde kann recht schnell kaputt gehen mit einem Laser. Ich weiß nicht, was das für ein Laser ist, aber wir können nochmal drauf drücken, dann geht das nochmal runter. Hier unten seht ihr die Population der Menschheit, okay? Wir sind gerade bei 7,788 Milliarden. Schon ein bisschen was, aber es geht tatsächlich sehr schnell, diese Population auszulöschen. Deswegen sind wir heute da. Also, wir probieren mal aus, in ein paar Stellen reinzuschießen und zu gucken, wie viele Leute theoretischerweise von einem Schuss, ja, sterben würden, okay? Nehmen wir mal an, zum Beispiel hier der Regenwald, ja? Der Regenwald von Südamerika. Wenn wir da mal einfach reinschießen... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das waren 292 Millionen? Oh nein! Okay, gut. Da haben wir 292 Millionen jetzt gerade mitgenommen. Okay, probieren wir jetzt mal, also hier beispielsweise, wenn wir zum Beispiel hier oben rechts jetzt hinschießen, hier ist New York circa, okay? Wenn wir da hinschießen, dann dürfte das richtig hochschnellen hier. Warte. Oh nein! Oh mein Gott! Da sind jetzt gerade 400 Millionen Menschen gerade gestorben in dieser Ecke. Oh, warte mal, hier hinten links, hier ist es auch heftig. Hier ist Kalifornien und so und da ist Los Angeles an der Westküste von Amerika. Wenn wir da hinschießen, wie viel passiert dann? Oh mein Gott, okay, nochmal 200 Millionen. Oh, oh, wir haben schon halb Amerika jetzt gerade kaputt gemacht. Okay, gehen wir mal wieder auf die Seite, wo es ein bisschen mehr Licht gibt. Ah, okay, wohin können wir... Oh mein Gott, wir könnten einfach mal auf Deutschland schießen. Warte, wir schießen mal auf Deutschland. Was passiert dann? Oh mein Gott! Wir haben einfach ganz Europa fast zerstört. Alter, Italien, oh mein Gott. Wir haben schon 1,6 Millionen Leute umgebracht. Oh nein, ich fühle mich so schlecht. Okay, also ganz Europa ist weg. Was passiert eigentlich, wenn wir da mehrfach drauf schießen? Ne? Oh mein Gott. Alter, haben wir da gerade so ein kleines Loch einfach reingemacht? Was ist das für ein Riesenloch da drin? Oh mein Gott, dieses... Wir haben uns einfach in den Erdkern der Erde einfach reingegraben. Autschi, das sieht gar nicht mal so gut aus. Oh mein Gott, okay, probieren wir nochmal was aus. Wir werden auf jeden Fall nochmal versuchen, die Erde zu durchlöchern. Hier unten haben wir zum Beispiel Australien. Nehmen wir mal was Neues, zum Beispiel einen Kometen. Mal gucken, was der Komet macht, wenn wir den in die Mitte setzen. Da kommt ein Komet! Oh, okay.
Der Komet ist tatsächlich nicht so stark wie der Laser, aber was passiert, wenn wir Kometenattacke machen? Oh Gott, okay, jetzt geht's richtig los. Oh mein Gott, Kometenattacke. Oh mein Gott, oh, Junge. Okay. Oh, hä? Warte mal. Alle sind gestorben gerade. Warte mal. Hä? Die Erde hat angefangen... Hä? Die ganze Erde? Guckt euch das mal an. Die ganze Erde hat einfach angefangen zu brennen. Warum das denn? Hä? Wenn man zu viel auf eine Stelle drauf brennt, dann sterben einfach alle Menschen auf der gesamten Erde. Hä? Das wusste ich gar nicht, dass das überhaupt so ist. Vielleicht liegt es auch daran, weil wir hier diesen riesigen Fleck da reingemacht haben. Ne? Oh oh, können wir da noch ein paar von diesen Kometen reinschießen? Ne? Oh Gott. Alter, es sind einfach alle Leute gestorben. Warte mal, ich versuche mal so ein kleines Loch da durchzuschießen. Vielleicht geht das ja. So. Wie viele Löcher sind da jetzt sozusagen drin? Oder kommen wir da überhaupt weiter durch? Alter, die Erde sieht einfach jetzt aus wie ein Fleischbällchen. Ein Fleischbällchen. Hä? Eigentlich, die Erde sieht sogar so aus, als ob sie jetzt ein ganz anderer Planet wäre. Als ob die so Mars wäre oder sowas in die Richtung. Oh Gott, da hinten ist übrigens die Sonne, Leute. Den Mond, wo ist eigentlich unser Mondi? Oh, den Mondi haben wir hier gar nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, es wird Zeit, die Welt zu resetten. Okay. Probieren wir mal was anderes aus. Also, nehmen wir mal hier... Oh Gott, was ist das denn? Ein schwarzes Loch? Oh mein Gott. Nein. Und was? Niemals. Okay. Was? Dieses schwarze Loch gerade hat einfach die Hälfte der Menschheit aufgefressen. Unser Globus sieht einfach aus, als ob jemand abgebissen hat. Oh nein, da wurde Australien einfach gerade ganz aufgegessen. Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt von der anderen Kugel auch nochmal ein schwarzes Loch platziere? Oh nein. Oh Gott, es ist alles auf. Ich glaube, damit sind alle tot. Ja, alle sind tot. Okay, zwei schwarze Löcher reichen, ne? Oh, warte mal, können wir einen Donut aus der Erde machen, wenn wir da jetzt nochmal eins hinplatzieren? Und auf der anderen Seite auch nochmal eins? So, können wir daraus jetzt einen Donut machen? Oh! Alter, wir können die ganze Welt, glaube ich, auf... Oh mein Gott, wir haben einen Donut gemacht! Oh, einen Donut! Warte mal, ich platziere hier nochmal eins hin. Oh nein, hoffentlich geht der Donut dadurch jetzt nicht kaputt. Oh nein, das schwarze Loch frisst viel zu viel weg. Oh nee, doch nicht. Warte mal, ich platziere hier nochmal eins hin. Wird es ein Donut? Wird die Erde ein Donut werden? Und ein Donut zu mir. Oh nein! Oh, Alter, Alter. Die arme Erde. Oh nein, ich fühle mich so schlecht. Okay, Leute. Alter, das ist mal ein Donut. Okay, gut, wir resetten mal. Probieren wir jetzt mal was Neues aus. Wir haben hier noch andere Sachen, die wir ausprobieren können. Wie zum Beispiel den Raketenschlag. Okay, mal gucken, was der im Wasser macht, der Raketenschlag. Ah, das sind jetzt ein paar Raketen, die einfach dahin geschossen werden. Niemand, gar niemand ist davon gestorben. Okay, mal gucken, was passiert, wenn wir eigentlich den gesamten Pazifik oder Mittelmeer oder was auch immer das ist, wenn wir das abschießen. Okay. Wir haben das ganze Ding hier abgeschossen und da ist super viel kaputt gegangen. Nicht mal einer gestorben, okay? Das heißt, in diesem Bereich befindet sich wirklich kein Mensch. Niemand. Nicht mal so Gestrandete. Okay, schießen wir mal hier auf so einen Südpol oder sowas. Mal gucken, was da passiert. Da sind doch locker Menschen, oder? Nein, gar keine Menschen. Warte mal, wir schießen mal das ganze Ding unten ab. Mal gucken, was da passiert. Null, 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 null. Das kann doch gar nicht sein. Als ob da niemand ist. Da ist ja gar niemand. Da sind Menschen. Da sind doch bestimmt Forscher oder sowas unterwegs, oder nicht? Immer noch null. Okay. Achso, es sind 0 Millionen. Wahrscheinlich habe ich ein paar 10.000, 100.000 getötet, aber keine Million. Okay. Gut, ich verstehe. Mal gucken, wenn wir hier ein bisschen was in das Wasser reinschießen. Oh, jetzt habe ich ein bisschen was auf Australien geschossen. Jetzt wird's steigen. Okay. Wir haben 1 Million getötet. 1 Million. Okay, indem wir hier das Wasser geschossen haben. Okay, probieren wir mal was Neues aus. Zum Beispiel diese Kugel. Was macht diese Kugel? Okay, das ist einfach so eine Granatenkugel. Warte mal, die bleibt da drin ja hängen. Oh oh. Warte mal, kann man damit eine Kettenreaktion auslösen? Oh nein. Warte mal, das heißt, wir schießen... Oh nein, jetzt sind wieder alle gestorben. Oh nein, die Erde fängt wieder an, ein Fleischklops zu werden. Was passiert, wenn wir da jetzt noch mit einem Laser drauf schießen, ne? Was machen die? Oh. Oh.
Alter, war das gerade eine Explosion. Alter. Wow, okay. Also diese komischen Bälle da, die explodieren richtig krass. Okay, probieren wir mal was Neues aus. Was haben wir noch? Wir sind in der Lage, hier mit einem UFO noch anzugreifen. Was passiert, wenn wir ein UFO hier ins Wasser machen? Ein UFO kommt. Was macht das UFO? Ich glaube, das nimmt... Okay, das hat jetzt einfach einen Schuss... Alter! Was? Ein UFO hat so einen riesigen Krater gemacht? Okay, was würde passieren, wenn in Deutschland ein UFO kommen würde? Wir schauen uns das an. Es kommt ein UFO. Oh nein, oh nein! Es kommt ein UFO! Oh! Okay, alles klar, wir wären alle tot. Oh, Junge, Alter. Okay, ein UFO ist vielleicht... Also es können aber eigentlich auch nette Aliens sein. Es müssen ja nicht immer böse Aliens sein. Okay, das ist also das UFO. Gut, wir haben hier nochmal einen blauen Laser. Oh, okay, mit dem können wir so Sachen ausschneiden, ne? Okay, können wir damit die Erde so in einer Hälfte durchschneiden, ne? So, dass wir sagen, wir machen daraus so die Hälfte einfach. So. Und dann machen wir hier nochmal weiter. Guck mal, jetzt können wir hier so einfach einmal die Erde in der Mitte durchschneiden. Eigentlich hätte man es am Äquator machen sollen, aber muss nicht sein. So, oh, oh, warte. So. Und dann können wir hier nochmal. So. Alles klärchen. Alter, wir gehen einfach gerade durch so Afrika. Ah, nee, ist das gerade Afrika? Doch, das ist Afrika, oder? Ich habe mich jetzt gerade voll vertan. Ja, das ist Afrika. Okay. Das heißt, wir gehen hier weiter durch. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen was. Und wir gehen noch weiter durch. Oh ja. Uhu. Alles klärchen. Jetzt haben wir hier einen kleinen Schnitt durch die ganze Erde gemacht. Oh, Junge. Okay. Probieren wir mal was anderes aus. Wir haben nochmal einen Laser, aber der ist golden. Mal gucken, was der macht. Oh mein Gott. Was ist das für ein Laser? Alter, können wir hier einfach mal seitlich so ein kleines Loch reinbohren? Was passiert, wenn... Oh, oh, da sterben Leute. Oh mein Gott, wir haben jetzt einfach hier ein Loch reingemacht. Aber es leben noch voll viele Menschen. Das heißt also, wenn man bei uns ein paar Löcher reinbohren würde in die Erde, könnten wir das überleben. Okay, warte mal. Ich mach mal hier nochmal ein Loch durch. Guck mal, wie viele Löcher sogar... Hey, guck mal, wie viele Leute sogar noch leben. Ey, wenn es das geben würde, dann würde man einfach, wenn man im Wasser schwimmen würde, einfach auf so einen Krater kommen und dann könnte man durch die Erde durchspringen. Aber ich glaube, durch die Gravitationskraft würde man dann in der Mitte trotzdem hängen bleiben. Schade. ja, okay. Gehen wir mal weiter. Ich habe ein bisschen Angst, aber das hier ist ein Mond, der auf die Erde drauf trifft. Ich schaue mir das mal an. Ein Klick. Oh mein Gott! Oh, okay. Was passiert, wenn wir hier überall diese Bälle hin platzieren und da dann so ein Ding hier drauf kommen lassen? Was passiert da? Oh nein. Oh! 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 Oh, okay. Mehr Bälle. Okay, es sind wieder alle tot, aber mehr Bälle muss sein. Und jetzt eins zum Schluss so drauf. Oh mein Gott. Zeig, was passiert? Oh mein Gott, wir machen den besten Donut der Welt. Gib mir diesen Donut. Gib mir diesen Donut. Okay. Oh mein Gott, die gehen da alle durch. Kommen die auf der anderen Seite raus? Ja, kommen sie. Oh mein Gott. Alter. Das ist wirklich... Das ist die Erde als Donut. Das hätte ich niemals gedacht. Kann ich jetzt noch ein schwarzes Loch da reinsetzen? Alter, ist das wahnsinnig, ey. Jetzt kann das schwarze Loch von innen da alles so aufessen, gell? Oh mein Gott. Guck mal jetzt hier, die schwarzen Löcher. Oh mein Gott, wie das aussieht, wie das aussieht. Oh mein Gott, die Erde wird aufgegessen von schwarzen Löchern. Die Erde wird aufgegessen von schwarzen Löchern. Mal gucken, was passiert, wenn die Erde komplett weg ist. So, das schwarze Loch ist da ja sehr gut. Oh mein Gott. Guck mal, es wird alles aufgegessen. Alles ist weg. Das war's. Das war's. Alter. Niemals. Es ist einfach gar nichts mehr da. Oh mein Gott. Leute, das ist abgefahren. Meine werten Damen und Herren, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Lasst die Erde am Leben und ja.
bleibt freundlich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.